König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts, glaubt mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als geißle er sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Hast du es nicht gehört? Wieder. Adolphus. Adolphus. Ruhe. Da. Ich habe es gehört. Nein, 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 nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Was war das? Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Es war nichts. Beruhigt. Verschlossen. Adolphus. Adolphus. Ruhe. Ich fürchte, die Krypta ist verschlossen. Dann hol den Schlüssel. Bruder Cuthbert müsste ihn haben. Da war es wieder. Da. Ich habe es gehört. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Philipp! Bruder Melius. Komm rein! Wärm dich am Ofen auf! Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen. Danke, Bruder Cuthbert. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm.
Oh. Au. Vorsicht, die sind heiß. Schön warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Ich wusste, du kriegst das hin. Melius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Suchst du nach besonderen Samen? Ich habe immer gedacht, wir sollten hier einen Baum pflanzen. Eine Kastanie vielleicht. An der Brücke gibt es viele Bäume. Fleißig wie immer, Milius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle bald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt's sogar Geflügel. Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Wir dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priorszimmer verbrennen. Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Außer seiner Bibel. Was? Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Nicht seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Was? Was?